Hallo ihr Lieben, kurz vorgestellt, heute mit dem Spiel Pirate Plank. Dafür solltet ihr 2 bis 4 Spieler sein, ihr solltet mindestens 7 Jahre alt sein und eine Runde kann 20 Minuten dauern. Ja, Ziel des Spieles ist es, am Ende der letzte Pirat auf dem Steg zu sein und alle anderen sollten baden gegangen sein. Wenn ihr das Spiel zusammengebaut habt, würfelt der aktive Spieler. Würfelt er einen Totenkopf und ist das Spiel schon ein bisschen vorangeschritten, kann er entweder seine Figur 2 Felder zurücksetzen, deswegen ein bisschen fortgeschritten, ansonsten steht er natürlich am Start, oder er sucht sich einen gegnerischen Mitspieler aus, dessen Figur einen Schritt nach vorne gehen muss. Solltet ihr eine Würfelseite ohne Bewegungsplättchen erwürfelt haben, müsst ihr ein Bewegungsplättchen einer beliebigen Farbe hinzufügen. Falls ihr eine Seite mit einem Bewegungsplättchen erwürfelt, könnt ihr entweder entscheiden, dass ihr ein Bewegungsplättchen hinzufügt oder je nach Farbe muss der Mensch dann einen weiteren Schritt pro Bewegungsplättchen gehen. Ja, damit sind wir dann eigentlich schon am Ende. Bis du der letzte Pirat, der noch auf der Plage steht, darfst du zurück aufs Schiff zu deiner Crew. Wie ihr seht, ihr braucht nicht viel Platz, ihr habt nur ein ganz kleines Plättchen und einen Würfel und es ist mal ein ganz witziges Spiel für zwischendurch.